Ja, servus Leute an diesem wunderschönen Mittwochabend. Ja, bei mir ist zumindest jetzt gerade Mittwoch, bei euch ist ja jetzt dann schon wieder Freitag. Das Wetter hat heute richtig schön gepasst. Schön klarer Himmel, kein Wind, keine Wolken. Ja, natürlich gearbeitet, ganz klar. Ist halt so, man kann sich nicht raussuchen. Ich habe heute mal die Fahne hochgehängt. Natürlich jetzt durch das, dass wir gar keinen Wind haben, sieht man da nicht viel. Aber die hängt zumindest da, wo sie hingehört, am Mast. So war das ja fest geplant. Ja, Mittwoch war wieder ganz normal mein Tag fürs Futter holen. Bin von der Arbeit dann weiter, habe gleich das Futter mitgenommen. Und habe es dann daheim gleich aussortiert. Das Resultat steht dann wieder da. 3 Kisten für die Pferde, 1, 2, 3. 2 Pötte für die Schweine hier. 1 Pott für die Schweine da drüben. Und 3 Eimer für die Hühner. Das ist die Ration, die heute rausgekommen ist. Ja, den einen Pott koche ich jetzt gleich, dass ich dann für morgen schon was habe. Die anderen 2 werde ich dann auch mal gucken. Vielleicht kochen wir die dann morgen. Oder mein Bruder hat Urlaub, dass der vielleicht dann nochmal das Zeug draufstellt auf den Ofen und kocht, wenn das Wetter passt. Wir machen ja ohne Strom selber. Dann geht sich das ja anbieten. Ja, das war schon wieder für den Mittwoch. Mir ist heute nicht passiert. Bisschen Futter aussortiert, meine Ställe gemacht, den Pferdestall habe ich komplett ausgemistet. Ich habe mir gedacht, nachdem ich am Samstag wieder daheim bin, dann wird es sich anbieten, wenn ich es jetzt gleich mache. Heute haben sie noch mal genug Wasser, morgen muss ich wieder Wasser auffüllen. Das liegt wieder an. Bei den Schweine und bei den Hühnern braucht es morgen auch Wasser. Den Leo habe ich heute was gegeben, dann passt das wieder. Tja, bei den Schweinchen unten musste ich am Zaun ein bisschen was machen. Nee, ausgebrochen sind sie nicht, aber die haben die Erde aufgeschoben, das habe ich vor allem breit gezogen. Die wühlen da unten fleißig, ich glaube, da brauche ich ja gar nicht mit der Fräse rein, so wie die das machen. Das Einzige, was ich machen werde, mit dem Bagger mal dann den Dreck von unten ein wenig raufziehen, weil das schiebt sich jetzt alles so abwärts Richtung Zaun und oben da entsteht so eine richtige Kuhle, das soll natürlich nicht sein. Aber gut, das kriege ich auch hin. Ja, die Vöcherla, die singen auch. Man merkt, so langsam kommt der Frühling. Ich stehe aktuell noch in der Fließjacke da, nicht warm genug. Ich friere jetzt nicht. War heute auch richtig schön angenehm. Wir hatten, ich glaube, 13 Grad oder was sie gesagt haben. Passt doch mal als Temperatur. Man merkt, es geht rauswärts, das Gras wird wieder richtig grün. Vielleicht sieht es der ein oder andere. Wird richtig saftig. Auch die ersten Knospen an den Bäumen sind zu sehen. Ja, und ich würde mal tippen, wenn es so bleibt, dann 2 Wochen, dann wird am Kastanienbaum die ersten Blätter dranhängen und noch haben wir 4 Wochen drauf, dann ist der wieder komplett grün. Das ist eigentlich immer so dasselbe. Man hat es schon so richtig drin, man weiß schon, wann das kommt und wie. Ja, ich freue mich auf alle Fälle, dass jetzt in den Frühling reingeht. Endlich geht es wieder in die richtige Heusaison und endlich gibt es draußen wieder richtig schön was zu tun. Da freue ich mich. Gut. Jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Da nehme ich euch aber nicht mit. Und ja, dann war es das, wie gesagt, für heute schon wieder. Ich denke, das sehen wir uns dann am Donnerstag, also morgen wieder. Ja Leute, mittlerweile wieder Donnerstagabend. Gestern ist ja nicht mehr so viel passiert. Jetzt, wie gesagt, schon wieder Donnerstag. Ich habe heute meine Ställe wieder ganz normal gemacht. Mich um die Schweine gekümmert, um den Hund gekümmert. Oder um die Hunde, um die Hühner natürlich. War jetzt hier im Pferdestall noch tätig, den ganzen Mist zusammen gemacht und wieder ausgemistet. Wieder alles frisch. Aktuell fülle ich noch Wasser auf, dass das auch erledigt ist. Ja, und dann ist das mal gemacht. Jo, heute mal ein ganz anderes Thema noch. Mein Vater ist vorhin gekommen, sagte so, wir haben ein Problem. Der war auf dem Landwirtschaftsamt, wegen dem ganzen Umschreiben jetzt von den Flächen wieder. Und ja, wir haben mal die ganzen Viecher eingetragen und heuer ist ihnen eingefallen, tja, ihr habt ja jetzt Schweine noch, ihr habt zu viel Großvieheinheiten auf die Fläche. Wieso? Wir haben ja eigentlich jetzt genug Fläche, wir haben mal die alte Fläche wieder dazu, sind ja knapp 7 Hektar, das reicht doch. Ja, theoretisch reicht's, aber eigentlich reicht's nicht, weil ihr habt keine Zahlungsansprüche für die Flächen. ZA. Ja wie? Ja, aber wenn es doch meine Flächen ist und ich das Zeug nutze, dann habe ich doch logischerweise einen Zahlungsanspruch. Nein,
Den Zahlungsanspruch hat damals mein Vater beim Verpachten, der Großvater beim Verpachten mit verkauft quasi. Ja, und den muss ich jetzt zurückkaufen, sonst habe ich zwar die Fläche, dann habe ich zwar meine 6,81 Hektar, aber ich habe keinen Zahlungsanspruch für die 6,81 Hektar, sprich habe ich zu wenig Fläche. Zumindest laut Amt. Behördenblödsinn. Jetzt schaut es auf alle Fälle so aus, jetzt muss ich mich mit dem Landwirt wieder zusammentun, der damals unsere Flächen gepachtet hat. Der hat logischerweise den Zahlungsanspruch dafür und den brauche ich. Also muss ich den jetzt zurückkaufen. Ein Zahlungsanspruch liegt wohl irgendwo zwischen 140 und 200 Euro. Und ich brauche mindestens zwei. Und die Fläche da draußen, die ich wieder kriege, wenn ich die dann mit Zahlungsanspruch, das sind auch nochmal zwei. Also, ja, gehen wir mal von 200 Euro aus, 800 Euro, dass ich den Zahlungsanspruch wieder habe auf die Fläche. Ja, das ist Deutschland, das sind Behörden, ich sag ja. Sowas Bescheuertes, ne? Da soll noch einer durchblicken. Schaut auf alle Fälle so aus, jetzt muss ich auch mal gucken. Wir müssen uns jetzt jedenfalls mit dem zusammentun, dass wir unsere Flächen wieder voll bewirtschaften, also auch ohne Geld dafür kriegen und einen Zahlungsanspruch dafür haben, damit wir das machen können. So, jetzt kommt aber noch ein kleines Aber. Zum Thema Zahlungsanspruch. Tja, das wird ja immer zum Beispiel dran gekoppelt. So viel Zahlungsansprüche wie du hast, so viel Viecher kannst du zum Beispiel halten. Wenn jetzt zum Beispiel ein Betrieb, sagen wir mal, 50 Zahlungsansprüche hat, dann kann der für die 50 Zahlungsansprüche da meinetwegen 300 Milchkühe halten. Blöd gesagt. Und ja, wurde 100, natürlich die Doppeldamming. Jetzt schaut die Sache aber so aus, das mag zwar sein, dass er Zahlungsansprüche hat, aber die Zahlungsansprüche hast du. Das ist wie diese Bitcoin, hat mein Vater quasi gesagt. Der ist frei verfügbar auf dem Markt, den kannst du kaufen, aber die Flächen dazu kriegst du nicht. Also das ist quasi gesondert. Der Zahlungsanspruch ist das eine, die Fläche ist das andere. Du kannst Fläche haben, aber du hast auf die Fläche gar keinen Zahlungsanspruch. Sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel von der Stadt Kulmbach Flächen bewirtschafte, dann habe ich zwar mehr Fläche, die ich bewirtschaften durfte, habe aber für diese Flächen keinen Zahlungsanspruch, sprich habe ich eigentlich laut Summe keine Mehrfläche. Irgendwie verwirrend, irgendwie bekloppt. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel in Frankfurt der größte Abnehmer für Zahlungsansprüche der Flughafen ist. Frankfurter Flughafen. Die haben die größte Fläche, haben die meisten Zahlungsansprüche, irgendwas an die 3 Millionen. Oder in Kronich hinten das Wasserwirtschaftsamt, weil die so viele Wasserhäusler haben und Wasserschutzgebiete sind oder dazu. Welche haben die den größten Zahlungsanspruch für ein paar Millionen? Tja, und in Kulmbach, das ist die Stadt Kulmbach. Die haben viele Grünflächen und die haben für die Grünflächen den Zahlungsanspruch. Und tja, damit sind es die größten Flächenbesitzer, die größten Zahlungsansprüche. Die könnten theoretisch für das, was sie an Zahlungsansprüchen haben, ein paar tausend Rindviecher halten. Irgendwie behindert, irgendwie bekloppt. Ja, ich habe gerade ein paar Fotos gemacht. Auf Instagram gibt es wieder was zu sehen. Ja, Facebook auch. Ich habe gerade alle zwei Krame unter der Fahne gehabt. Leider ist kein Wind gegangen, dass man die Fahne gesehen hat. Aber steht doch gut hier das Fahrzeug. KL300 im Sonnenuntergang. Das macht sich gut. Ja, einige Leute haben sich ja gewünscht, dass ich den KL300 auch einmal wieder zeige. Da kamen ja schon quasi vermissten Anzeigen, was ist denn mit dem Schlepper, gibt es den wohl nicht mehr. Ja, heute haben wir hinten ein wenig das Laub aus dem Carport rausgekehrt. Und dann habe ich erst mein Auto draußen gelassen, den Kramer habe ich rausgefahren. Und habe dann nochmal ein wenig zusammengerichtet. Der Fall hat es dann geladen, der ist ein wenig im Garten unterwegs, durch das ganze Laub ein wenig zusammen. Ja, und jetzt steht er hier draußen und habe mir gedacht, ach Mensch, so zum Wochenendstart quasi für euch. Ich muss ja morgen noch arbeiten, also Samstag. Ja, zum Wochenendstart für euch den KL300 nochmal eine kleine Runde drehen. Schadet mir bestimmt auch nicht. Das machen wir jetzt einfach mal und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Genießt den Klang von Deutz Zweizylinder.
Zahl 300 ist schon eine Schleppe, die fährt sich richtig schön. Die Schlangen sind die immer wieder schön. Hier ist gerade ein Holzweg. Weltweg entlang. Wieder zu Hause. So, alle Viecher versorgt, alle Fahrzeuge wieder aufgeräumt, bis auf den Kipper. Der bleibt hausen, das Laub drauf, da kommt morgen noch irgendwas dazu und dann soll es auf die Kompostierung gleich. Und anschließend wird der Vater aus dem Wald, was sie noch geschnitten gehabt haben, also nicht aus unserem Wald, sondern aus dem Wald vom Bekannten, oder besser gesagt Staatswald, da haben wir eine Zuteilung gehabt, da wollen sie noch was holen. Da konnte ich, wie gesagt, leider nicht mit, ging nicht. Sonst hätte ich auch was gefilmt, aber die Arbeit ruft. Ne? Ja, das wollen sie auf alle Fälle noch holen. Ja, und ansonsten war es das jetzt schon wieder, was es zu sagen gab. Ja, ich hoffe, die kleine Rundfahrt mit dem KL 300 hat Spaß gemacht. War so eine spontane Idee, habe ich gedacht, ach, wenn du das Foto magst und hast ein E-Hausen stehen, dann bietet sich das ja an. Ich habe vorhin schon so überlegt, eigentlich, man könnte ja schon fast eine DLG-Ausstellung hier machen. Ne? Mähdresche von Fahr. Radlader von Atlas als Hoflader, den IHC, dann den Allgäuer, die zwei Krame. Hm, ja doch, stelle ich mir jetzt gerade so vor, schwarz-weiß, DLG-Ausstellung 2019, Burgheik. Wir laufen über die Ausstellung, unter anderem namhafte Hersteller wie IHC oder Allgäuer und auch
Krame ist wieder vertreten. Krame mit zwei seiner Top-Traktoren, KA15 und KL300 oder so ähnlich. Das ist mir spontan vorhin so gekommen, weil ich gedacht, Mensch, das wär's. Aber ich hab's bleiben lassen, um Gottes Willen. Ja. Ja, wie gesagt, es ist wieder nicht weiter was passiert gewesen draußen. Du sollst vom Futter weg. Der Hund klaut das Katzenfutter, das ist nicht gut. Sonst war, wie gesagt, wäre nichts besonders los. Ganz normal halt Stall machen, Schweine versorgen, Hühner versorgen und. Von den Hühnern habe ich heute wieder die Eier mit drauf. Heute waren es 6 Eier, gestern waren es 11. Und wieder ruhig. Muss immer reinläuten. Heute waren es immer 6 Eier, gestern waren es 11 Eier. Aktuell habe ich 58 Eier daheim stehen. Ja, kann ich mal wieder was verkaufen. Naja, kommen wieder ein paar Bekannte, die holen sich dann wieder was. Gibt ein kleines Trinkgeld quasi, immer ein Futtergeld für die Viecher. Ja. Und dass da wieder was wegkommt und Eierlikör könnte ich noch einmal einen machen. Die erste Flasche ist nämlich schon wieder fast leer. Ich mache den immer ein bisschen spezieller, da kommt bei uns Bierschnaps rein. Normalerweise wird man so reinen Alkohol nehmen, so Apothekenalkohol quasi. Das mache ich aber nicht. Ich nehme immer Bierschnaps. Den Tipp habe ich damals gekriegt von die Brennereibesitzer hier im Ort. Wenn ich Eierlikör mache, soll ich ja mal da damit versuchen. Das ist besser. Und ja, das habe ich versucht. Und es schmeckt so gut oder passt sich so gut, dann habe ich gesagt, dann mache ich den in Zukunft immer so. Tja, und der ist recht begehrt. So eine Eierlikörflasche hält dann immer nicht lange, wenn man es selber gemacht hat. Ist ja auch Sinn und Zweck, soll ja nicht ewig gelagert werden, sondern soll ja verarbeitet werden. Sei es, man bäckt da mal einen Eierlikörkuchen oder einen Schuss dann auf die Sahne oben drauf, wenn du irgendwas mit Sahne hast, oben noch einen kleinen Schuss drauf. Oder wirklich einmal ein kleines Gläschen dann. Ist hervorragend. Wie gesagt, das ist ganz schnell selber gemacht, ist ja auch nichts Besonderes. Du brauchst deine Eigelb, den Zucker, brauchst normalerweise Kondensmilch, ich nehme immer normale Milch dazu. Ein bisschen Vanilleschote mit rein, das Ganze dann aufgekocht oder köcheln lassen bei, lass mich überlegen, knapp 65 Grad. Dann normalerweise, wenn es ein bisschen warm geworden ist, dann kommt der Alkohol dazu. Dann muss es aber wieder runterkühlen. Es darf nicht zu heiß werden, sonst verdampft er. Und dann wird es in Flaschen abgefüllt und eingelagert. Ist dann quasi, wenn er kalt ist, sofort verzehrfertig. Warm schmeckt er nicht, aber kalt ist er hervorragend. Ja, das sind halt so Spülereien, die macht man dann selber. Wie gesagt, ein wenig Eierlikör. Oder halt dann so Sachen wie, dass man auch mal sagt, Baiser. Wenn genug da ist, morgen zum Beispiel, jetzt weil wir so viele Eier haben, haben wir gesagt, machen wir Eierkuchen. Ist auch nicht schlecht. Sagen wir was anderes, was man machen kann. Und ja, so werden die eigens produzierten Sachen wieder schön verbraucht. So gehört sich das normalerweise. Das ist ja mit den Kartoffeln, da macht man mal was aus Kartoffeln, dann macht man Kartoffelpuffer, Kartoffelbrei. Was man halt gerade hat, wird verarbeitet, Bratkartoffeln und. So ist, wie gesagt, immer das Sinn und Zweck. Das, was man produziert, das soll man ja auch verwerten. Und dafür machen wir es ja, die ganze Arbeit. Ja, zwecks Arbeit. Kartoffeln haben wir heuer wieder angegeben. Letztes Jahr waren es 0,02 Hektar. Heuer sind es 0,03 Hektar. Oho, also ist ja viel. Ja, groß ist die Fläche immer nicht. Aber wir haben gesagt, machen eine ganz kleine Fläche dazu. Und wie letztes Jahr wieder ein bisschen Kartoffeln mit rein. Heuer, wie gesagt, habe ich dann St. Galle, ich habe Rotschalige, ich habe Gala wieder ein paar. Und ja, ich muss auch mal gucken, was es dann noch gibt. Muss auch mal schauen, weil der normale Lieferant, der immer die Kartoffeln geholt hat für uns, der macht das nicht mehr. Muss ich selber mal gucken, wo ich was auftreibe. Ich möchte mal ein wenig so alte Sorten probieren. Habe ich auch ein paar Abnehmer dafür. Und alles, was an Reste bleibt, ist natürlich wieder Schweinefutter. Bamberger Handel kommen selbstverständlich wieder mit rein. Das sind halt ein wenig so Spezialdinge. Tja,
Wie gesagt, dann flächentechnisch ist jetzt wieder alles angegeben. Der Vorpächter, der wo jetzt quasi unsere Flächen gehabt hat, der erkundigt sich jetzt wegen diese Zahlungsansprüche mal, wie das ist mit dem Umschreiben, weil das weiß der auch nicht so recht. Der weiß zwar, dass er irgendwie welche hat, aber wie das genau funktioniert, das wissen wir auch nicht. Du kannst sowas quasi kaufen, wie Aktien, weiß der Teufel. Und dann hast du das. Ja, also nutzt mir das nichts, wenn ich da einen Haufen Flächen habe und habe aber keine Zahlungsansprüche, weil da habe ich nichts davon. Naja, das wird sich auch gar werden. Es sind halt immer wieder neue Sachen, die man immer wieder neu dazulernt. Das haben sie schon immer gesagt, man lernt nie aus, da kommt immer wieder was Neues dazu. Ist halt einfach so. Wollen wir auch gar hinkriegen. Die Ortskontrollfahrt, ja, steht immer noch im Raum. Vorhin, das war ja mal quasi so eine schnelle Ortskontrollfahrt. Mal schnell hinten am Feld vorbei und unten auf der Wiese. So in etwa, ne? Nee, da machen wir schon noch eine richtige Tour. Das ist immer noch fest geplant. Vielleicht klappt es ja am Samstag. Samstag. Wenn ich da gearbeitet habe und danach dann mal Futter holen gehe. Da ist geplant, wenn ich Samstag das Futter hole und mir nicht zu lang arbeiten, dass ich unter Umständen vielleicht mit dem Bulldog das Futter hole. Das wäre eigentlich nicht verkehrt. Und dann könnten wir ja die ersten Flächen nochmal anfahren. Ja, die eine Fläche draußen in Betzberg, das Feld, das was wir wieder kriegen. Da war er dann, wie gesagt, im Amt drin. Da hat er gesagt, na, die auch. Ja, die macht es ja heute nicht mehr, das ist viel zu kompliziert. Also, da gibt es ja überhaupt keine Straßen. Das Feld, das passt ja überhaupt nicht. Die Feldgrenzen passen auch nicht. Der Pächter hat quasi dann das Feld wieder unterverpachtet und hat dafür ein anderes Teil dazugekriegt. Und ganz kompliziert irgendwie. Ist ja auf alle Fälle lustige Sache. Da hat die gesagt, also, das muss er selber erst gucken. Und dann ist unten noch irgendwie ein Zipfel dabei. Der muss wohl recht nass sein. Weil unser Feld geht quasi jetzt durch sein großes Feld querfeldein durch. Der hatte unten schon immer mit. Da hat er eine Riesenfläche gehabt und jetzt ist unser Feld wieder unser Teil selber. Und jetzt ist unten ein Zipfel übrig, das sind 0,5 Hektar oder irgendwas. Und es muss ein recht nasses Loch sein. Da hat schon geheißen, es kann eventuell sein, dass wir das dann dazu kriegen, weil das wird er dann nicht mehr wollen. Jetzt haben wir gesagt, na, dann schauen wir halt einmal. Eventuell gibt es dann noch mal 0,5 Hektar mehr. Man braucht ja nochmal Zahlungsansprüche. Ihr seht schon, heute ist kompliziert. Ich glaube, da dabei lassen wir es dann auch beruhen, weil sonst wird es hier wirklich zu kompliziert. Es gibt sonst nichts weiter zu sagen. Das war's dann für dieses Video. Wirklich schon wieder. Ja, ich muss noch mal eine Miezekatze suchen. Ich gehe da noch schnell duschen. Und morgen früh klingelt ja schon wieder der Wecker. Geht's wieder auf die Arbeit. Und ja, nach der Arbeit schauen wir mal, was dann passiert. Ich muss auch mal drüben im Betrieb vorbei. Kommen noch ein paar Arbeitsklamotten für mich. Oder sind gekommen. Die soll ich holen. Und dann habe ich eigentlich auch vor, wenn es zeitlich auch mal irgendwie reinpasst, ich soll auch mal bei meinem Schweißer mit dem Bulldog vorbei. Der wollte ihn ja mal sehen. Der hat gesagt, er hätte mal Interesse dran, eine komplett zu sehen und einfach vielleicht nochmal Rundtour. Ach, das sehen wir, das machen wir einfach, das kriegen wir hin. Ich wünsche euch auf alle Fälle ein wunderschönes Wochenende. Ich sage jetzt vielen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann am Dienstag um 16:30 Uhr wieder. Ich hoffe bis dahin wirklich die OKF gemacht zu haben. Ich hoffe bis dahin passiert vielleicht noch irgendwas. Mal sehen. Aber bis dahin erstmal, bis die Tage. Servus.